Das dritte Vaterunser für alle Menschen auf dieser Erde, die durch das Coronavirus erkrankt sind. Für alle daran Verstorbenen, dass sie der Herr in seine Mitte holt. Und dafür, dass wir alle gemeinsam diese schreckliche Pandemie so unbeschadet wie möglich überstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Brüder, ganz besonders liebe Schützen, das ist eine ganz besondere Art, auf der wir heute diese Tradition hier begehen, des Emmausgangs. Vorbereitung auf unser Treffen hier, auf diese kurze Andacht, habe ich mir die Frage gestellt, was diese Lampe, die seit so vielen Jahren durch unseren Ort getragen wird, schon alles gesehen. Durch welche Dunkelheiten diese Kerzen getragen worden sind, diese Lampe. Für uns ist das Licht gerade an Ostern ein Zeichen der Hoffnung. Und deshalb bin ich zutiefst dankbar dafür, dass Sie als Schützen auch in diesen schwierigen Zeiten die Tradition lebendig werden. Gerade in dieser Stunde brauchen Menschen Zeichen, die ihnen Hoffnung geben. Ein solches Zeichen der Hoffnung ist der Emmausgang.